stehen in meiner Wohnung. Ja, da unten ist mein Name. Ja. Sie sprechen nicht mit meinem Namen an. Und Sie gehen aus meiner Wohnung jetzt raus. Ich möchte die Rechtsgrundlage wissen, warum Sie in meiner Wohnung stehen. Das sind mittlerweile 4 Polizisten. Das ist meine Wohnung. Da ist die Eingangstür. Und da gehen Sie nicht drüber. Und diese Frau verlässt bitte meine Wohnung. Und es läuft gerade live. Gibt es hier eine Ruhestörung? Hören Sie eine Ruhestörung? Welche Ruhe wird hier gestört? Meine Ruhe wird gestört. Ja, Sie setzen hier eine polizeiliche Maßnahme durch. Rechtsgrundlage bitte. Ich bin verpflichtet. Rechtsgrundlage bitte. Rechtsgrundlage bitte. Müssen Sie sich nicht zu äußern? Warum nicht? Sie gehen aus meiner Wohnung raus. Unten habe ich einen Briefkasten, da können Sie mich laden. Sie gehen jetzt aus meiner Wohnung raus. Wissen Sie, was Sie gerade für ein Drama hier veranstalten? Wie das gerade schief geht? In welche falsche Richtung geht es? Hadi Brotmann. Ja, habe ich schon gesagt. Ich weiß, wo es ein Bild drauf ist. Kann ja jeder Name hier stehen. Ich bin hier auf dem Bett eingeschlafen. Gibt es hier irgendeine Ruhestörung? Findet hier irgendeine Party statt? Sie bekommen den nicht, weil ich bin in meiner Wohnung und Sie verlassen die jetzt. Sie verletzen gerade massive Grundrechte. Der Kollege ist, glaube ich, etwas besser informiert. Endlich hat die Kollegin recht. Ja, was hat die Kollegin hat recht, also wer recht hat oder nicht, entscheidet man dann vor Gericht. Das entscheidet nicht die Polizei. Sind wir einverstanden? Sein beim Griechen. Sie sind beim Griechen, beim Kritos. Ja. Genau. Ja. Diese Ebene mal kommen. Ich bin ein völlig friedlicher Mensch. Hier stehen 4 Polizeibeamte, Beamtinnen, mit den Füßen in meiner Wohnung. Wissen Sie, wie heilig die eigenen 4 Wände sind? Sie sind vernünftig. Und ich bitte jetzt einfach, ziehen Sie ab. Ziehen Sie bitte ab. Gehen Sie aus meiner Tür. Sie haben gerade bestätigt, dass Sie mich kennen. Sie kennen also meine Personalie. Sie wissen, was mein Beruf ist. Über der Tür, da oben hängt, steht mein Name. Unten auch. Sie können mich jederzeit vorladen und Sie gehen jetzt aus dieser Tür raus und hören auf, mich weiter zu belästigen. Haben wir festgestellt, dass es hier eine Ruhestörung gibt oder nicht? Die einzigen, die meine Ruhe stören, sind gerade 3 Beamtinnen und ein sehr freundlicher, konzentrierter Mensch. Sie sind auch sehr freundlich, die Frau hier vorne mit dem Nazi-Haarschnitt. Ob ich ein Problem habe? Ja, ich habe ein Problem, weil Sie in meiner Wohnung stehen. Welchen? So, wir haben hier eine Ruhe. Nochmal, was ist die Rechtsgrundlage? Das erklären Sie mir gerade, warum Sie in meiner Wohnung stehen. Mit Gewalt. Sie sind mit Gewalt in meine Wohnung eingedrungen. Die Rechtsgrundlage bitte dafür. Die Rechtsgrundlage. Haben Sie keine? Sie müssen sich dazu nicht äußern, das werden Sie tun müssen irgendwann, weil das Ganze wird Folgen haben. Sie nennen mir jetzt die Rechtsgrundlage, warum Sie in Gewalt, mit Gewalt in meine Wohnung eingedrungen sind. Sie standen vor einer ruhigen Wohnung, ohne Lärm, dunkel, und jetzt stehen Sie in meiner Wohnung. Erläutern Sie mir die Rechtsgrundlage. Nochmal, die Rechtsgrundlage. Ich will einen Personalausweis, vorher werde ich hier nicht weggehen. Da steht mein Name. Der Kollege hat bestätigt, dass er weiß, wer ich bin. Haben Sie bestätigt, dass...
Heft in der Hand, dementsprechend bin ich auch nicht hier. Dann holen Sie nochmal, die ganze Mannschaft. Sie gehen hier aus meiner Wohnung raus. Ich mache die Tür zu. Dann können Sie mich vorladen. Und das war's. Und es läuft gerade hier alles live. Sie kriegen von mir keinen Personalausweis. Sie gehen aus meiner Tür raus. Auf welcher Rechtsgrundlage? In meiner eigenen Wohnung. Auf welcher Rechtsgrundlage? Ich frage es Ihnen nochmal. Das habe ich, glaube ich, 30 Mal gemacht. Sie können mir keine Rechtsgrundlage nennen. Und Sie atmen tief durch, weil Sie genau wissen, in welchem Problem Sie gerade sind. Sie gehen jetzt aus dieser Tür raus und hören auf. Ich knall die Tür vor Ihrer Nase zu. Ich mache meine Tür einfach zu. Ich habe Ihnen die... Mit welcher Rechtsgrundlage wollten Sie durch meine Tür? Welche Nachbarn? Es sind drei Parteien hier im Haus. Also es können nur eine von drei Parteien sein. Und ich habe das im Sommer schon mal gehabt. Und wissen Sie, was ich gerade richtig klasse finde, ist gerade, was hier abläuft. Was Besseres hätten Sie mir nicht antun können. Sie gehen jetzt bitte aus der Tür und aus meiner Wohnung raus. Nein, Sie können mir unten in den Briefkasten eine Vorladung schicken. Guter Mann. Sie haben einen freundlichen Blick. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie auch so cool sind. Sie wissen, wer ich bin. Sie wissen, dass ich Journalist bin. Meine Identität ist Ihnen bekannt. Die Kollegin möchte meinen Personalausweis. Ich werde ihn ihr nicht geben. Da steht mein Name an der Tür, unten am Klingelschild. Ich bin auch bekannt wie ein bunter Hund bei der Polizei Mannheim. Ja, bin ich. Wissen Sie, wie oft ich Polizeibeamten wie Ihnen und anderen in der Vergangenheit schon Arsch gerettet habe? Ob Tötungsdelikt, Tavierwache, Schusswaffeneinsatz auf der Friesenheimer Insel. Sie gehen jetzt aus meiner Wohnung und aus meiner Tür raus. Sie stören meine Ruhe. Sie verletzen hier ein absolutes Grundrecht. Ich filmen? Doch, darf ich. In meiner Wohnung darf ich alles. Weil wir nicht in Ihrer Wohnung stehen. Also, Entschuldigung. Nein, ich filme die Situation und diese Frau steht in meiner Wohnung. Und Sie haben Ihre Hand in meiner Wohnung. Das nehme ich auch nicht in Ordnung. Nein. Das läuft gerade live. Und Sie wissen, wie es heute ist? Was live ist, ist draußen. Und ich habe das angekündigt. Und ich wollte keinen Ärger. Ich habe einfach nur gesagt, um was geht's? Und mit einmal wird mir in die Tür getreten, mit Gewalt in meine Wohnung eingedrungen. Das ist die Situation. Ich bin null gewalttätig, ich bin null aggressiv, aber ich bin wirklich sehr erregt, dass hier vier Polizeibeamte vor meiner Wohnung stehen, die dunkel war, die erwiesenermaßen ruhig ist. Hier gibt es keine Ruhestörung. Und es gibt da unten eine Frau, und ich weiß, wer das ist. Andrea Kasper heißt sie, ist meine Nachbarin, die mich schon mal angezeigt hat, zu nachtschlafender Zeit. Und das ist... Verstehen Sie? Versuchen Sie es mal andersrum zu sehen. Können Sie irgendwas feststellen, dass ich irgendwie gewalttätig gegenüber Ihnen gewesen wäre? Nein. Wer gewalttätig war, sind Sie. Sie stehen immer noch mit einem Fuß in meiner Wohnung. Nehmen Sie den Fuß aus meiner Wohnung. Ich habe nicht sofort angefangen, Sie zu filmen. Ja, ich weiß auch nicht, wer da vor der Tür steht. Wissen Sie, da macht jemand Tong-Tong.
Ja, hier Tong-Tong, Polizei. Und dann machen Sie die Tür auf und glauben das? Ihr Kollege ist ein wirklich... Nochmal, ich mag ihn, weil ich es immer differenziert sehe. Ich mag Ihnen ein großes Lob aussprechen, weil Sie sind präsent, Sie reden mich mit meinem Namen an, Sie brauchen keine Ausweiskontrolle, Sie wissen, was mein Beruf ist. Unten, da steht mein Name, unten habe ich einen Briefkasten, Sie können eine Personalienfeststellung machen und so weiter und so fort. Was soll dieser Mist hier gerade? Es stehen vier Beamte vor meiner Tür. Hier läuft keine Riesenparty. Dann kommen Sie halt nochmal mit vier Beamten und lassen nochmal die Drogenhunde durchlaufen. Wollen wir das wirklich alles so eskalieren lassen? Ich bin bei der Sache. Ich bin auf der Couch eingeschlafen. Sie hören im Hintergrund... Ich bin nicht verbal aggressiv, ich bin verbal deutlich und ich bin angegriffen worden von vier Polizeibeamten, die widerrechtlich in meine Wohnung eingedrungen sind. Doch widerrechtlich mit Gewalt ist alles auf dem Handy drauf. Nein, ich höre Ihnen zu. Okay, ich höre Ihnen zu. Sagen Sie mir einen Standpunkt und nennen Sie mir vor allem eine Rechtsgrundlage. Schwierig generell mit Ihnen zu kommunizieren. Sie müssen sich auch vielleicht mal selbst reflektieren. Die Kollegin wollte von Ihnen etwas. Das ist Ihr gutes Recht, die Personalien festzustellen von Ihnen. Nein, ja. Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage. Müssen Sie nicht benennen? Sie machen einen Fehler nach dem anderen. Dann ist nichts Persönliches gegen Sie. Ich stelle einfach Fragen. Ich möchte eine Rechtsgrundlage für eine Personenfeststellung in meiner eigenen Wohnung. Ordnung. Ist ja Ihr gutes Recht. Wir wollen Ihnen nichts. Wir wollen Sie haben jetzt keinen Namen. Schilder, wie heißen Sie? Herr Wiegand, vielen Dank für die Ehrlichkeit. Ich möchte keinen Stress. Herr Wiegand, was hier, überlegen Sie sich doch mal selber. Sie sind Polizeibeamter. Dann stehen vier von Ihren Kollegen, ganz unabhängig, ob Sie Polizeibeamter sind oder nicht. Sie schlafen auf der Couch ein, vor Ihrer Tür, dringen in Ihre Wohnung ein. Sie fragen, auf welcher Rechtsgrundlage passiert es, Herr Wiegand. Und niemand gibt Ihnen eine Antwort. Das heißt, das braucht Sie nicht zu interessieren. Das geht so nicht, Herr Wiegand. Was Sie hier gerade machen, Herr Wiegand, Sie sind, nochmal, Kompliment. Nein, es war nichts lauter. Okay, unabhängig davon. Ja. Das heißt aber nicht trotzdem, dass die Person, die an die Tür tritt, auch gleichzeitig der Bewohner oder der Mieterin ist. Es kann irgendjemand anderes sein, ja, der sich in dieser Wohnung befindet. Ich könnte ein Einbrecher sein, ich könnte einer sein, der sich halt einverstanden Zutritt verschafft hat oder irgendjemand, der nach einer Party geblieben ist. Oder aber der Einbrecher steht nicht in einem Hoodie egal, und Unterhosen trotzdem, vor der Tür. Nochmal Rechtsgrundlage, Herr Wiegand. Nochmal Rechtsgrundlage. Ich habe nicht meine Meinung, ich frage nach dem Rechtsstaat. Und was Sie hier machen, und wir haben jetzt keine Ahnung, wie lange das läuft. Wissen Sie, was Sie... Herr Wiegand, vielen Dank. Ich bewahre Ruhe. Ich habe hier auf der Couch geschlafen.